Pünktlich zum Wochenende darf ich Sie recht herzlich willkommen heißen. Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Zuschauer. Sie schauen den Elbe-Kanal. Das sind die Themen der heutigen Freitagsausgabe. Tag der Deutschen Einheit. CDU-Ortsverband Schöneberg lud zum Frühstück ein. Gewohnt anders. Auf Wohnungssuche mit der städtischen Wohnungsbau GmbH. Und Jubiläum. Straße der Romanik feiert 25 Jahre voller Pracht und Mythen. Der Monat Oktober bringt allerlei Ereignisse mit sich, so unter anderem auch die zahlreichen Oktoberfeste. Das größte in Sachsen-Anhalt ist voraussichtlich mit die Mückenwiesen in Magdeburg. Nicht nur das größte, eins auch der schönsten und stimmungsvollsten. Um sich davon noch einmal zu überzeugen, haben Sie in den kommenden Tagen noch Gelegenheit dazu. Es gibt noch wenige Restkarten, die Sie sich ergattern können. Wenn Sie nicht wissen, was Sie vielleicht verpassen, dann schauen Sie jetzt zu. Grüezi und hallo! Die Mückenwirte laden auch dieses Jahr zu den Mückenwiesen ein. Das größte Magdeburger Oktoberfest, das es je gegeben hat. Das größte Magdeburger Oktoberfest, das es je gegeben hat. Getanzt, gefeiert und geschunkelt wird vom 21. September bis 6. Oktober in einem 2000 Quadratmeter großen, liebevoll geschmückten Zelt mit mehr als 2500 Sitzplätzen. In den letzten Jahren vergnügten sich auf der Mückenwiesen und der Herbstmesse allein in 6 Tagen mehr als 22.000 Besucher. Auch bei der diesjährigen Mückenwiesen gibt es zahlreiche Stars, die dem Publikum im Festzelt so richtig einheizen. Ihr wollt bei der Mückenwiesen 2018 dabei sein? Dann sichert euch das Ticket für das Event des Jahres. Weitere Infos und Tickets auf www.mückenwiesen.de. Bald ist es wieder soweit. Die Magdeburger Mückenwiesen gehen los. Sichert euch die letzten Tickets und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Das wird eine Gaudi. Also noch bis zum Wochenende haben Sie Zeit, die Magdeburger Mückenwiesen zu besuchen, sehr geehrte Zuschauer. Und das Wetter soll ja auch schön werden. Insofern gibt es dann vielleicht auch einen Spaziergang über die Messe. Wir machen weiter mit dem Einheitsfrühstück, denn dazu hatte die CDU-Ortsverband hier in Schöneberg geladen. Zahlreiche Gäste waren der Einladung gefolgt. Wir wollten einmal genau wissen, wozu diente denn dieses Frühstück. Seit mittlerweile 28 Jahren ist Deutschland wieder vereint. Dieses geschichtliche Ereignis wird somit am 3. Oktober jeden Jahres in der gesamten Republik gefeiert. So lud der CDU-Ortsverband Schöneberg zum Frühstück ein. Ja,
Einer hat Frühstück, der CDU Schönebeck, Ortsverband Schönebeck. Super Sache, aus dem einfachen Grund, weil welcher Tag eignet sich mehr als der Tag der Deutschen Einheit, um sich mal zu treffen und so grundlegende politische Sachen zu diskutieren. Uns macht Spaß, wir sind diesmal wieder mehr Leute als im letzten Jahr. Freut mich sehr. Bei leckerem Frühstück nutzten die Gäste die Gelegenheit, ihre Anliegen loszuwerden, wofür die Parteimitglieder stets ein offenes Ohr hatten. In dem Fall würde ich sagen, es ist wichtig, sich die kleinen und großen Probleme der Bürger anzuhören. Wir sitzen zwar als CDU sehr aktiv zusammen im Ortsvorstand und in der Fraktion, treffen uns auch sehr regelmäßig, müssen aber und legen da auch sehr viel Wert drauf, uns mit den Bürgern zu unterhalten, was sie für Problemchen und Probleme haben, und würden uns dann gerne, je nachdem, ob wir können oder nicht, zumindest weitergeben, dann uns der Probleme annehmen. Doch nicht nur Vertreter der CDU aus Schönebeck waren vor Ort, sondern auch die ein oder andere Prominenz genoss den geselligen Vormittag im CDU-Büro auf dem Marktplatz. Ja, wir freuen uns als Ortsverband sehr, dass unser Bundestagsabgeordneter Tino Sorge bei uns ist. Natürlich mit Gunnar Schellenberger, Kreisvorsitzender der CDU hier im Salzlandkreis, der mit seiner Frau hier ist. Das freut uns auch sehr. Und eigentlich legen wir gar nicht so viel wahnsinnig Wert drauf, dass so viel Prominenz da ist. Natürlich freut uns das und auch unsere Gäste. Aber in dem Fall ist unsere Einheitsfrühstück dafür da, um unter uns zu diskutieren und damit eben natürlich uns auch ein bisschen weiterzubringen und ein wenig zu feiern. Das ist der Tag heute. So konnte der Tag der Deutschen Einheit im CDU-Ortsverband Schönebeck gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und mit den Parteimitgliedern in geselliger Runde gefeiert werden. Ein schönes Zusammentreffen am Tag der Deutschen Einheit, sage der Zuschauer, neben vielen weiteren Ereignissen und Veranstaltungen. Wir machen weiter mit dem nächsten großen Ereignis, was auf uns zukommt, nämlich das Jubiläum der Straße der Romanik. Das erfolgreichste Tourismusprojekt in Sachsen-Anhalt hat Geburtstag. 25 Jahre Straße der Romanik. Heute gehören 88 Bauwerke entlang des 1000 Kilometer langen Weges dazu. Entdecken Sie Klöster, Dome, Schatzkammern, aber auch die kleine Dorfkirche von nebenan. Zeit, sich mit der Geschichte von Sachsen-Anhalt zu beschäftigen. Denn das Wissen um die Vergangenheit gehört zum Hashtag Moderndenken. www.straßederomanik.de Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule. Man darf also gespannt sein, wie viele Veranstaltungen und welche Höhepunkte es im Rahmen dieses Jubiläums geben wird. Bei uns geht's jetzt weiter mit den Kurznachrichten hier bei uns aus der Region. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am vergangenen Donnerstag wurde im Haus Luise eine neue Kunstausstellung der Schönebecker Künstler Heinrich Hugo Senior und Junior eröffnet. Bei der Exposition kann man stadtgeschichtliche Aquarelle besichtigen, in denen Stadt- und Heimatansichten eindrucksvoll festgehalten wurden. Die nächste Bürgerversammlung für das Stadtgebiet Frohse findet am Donnerstag, den 11. Oktober 2018, um 18 Uhr im Haus der Vereine Wallstraße 18 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Bürgerinnen und Bürger, die teilnehmen möchten, sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung mitzuteilen, um fachlich gezieltere Antworten zu erhalten. Die Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck-Elbe Presseamt, Markt 1 39218 Schönebeck oder an presseamt@schönebeck-elbe.de oder auch telefonisch unter 710 123. Die Stadtverwaltung Schönebeck weist auf geänderte Öffnungszeiten der Volksschwimmhalle während der Herbstferien vom 1. bis 14. Oktober hin. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Des Weiteren ist die Trockensauna ab sofort wieder nutzbar. Der Aqua-Fitness-Kurs der Schönebecker Volksschwimmhalle entfällt am 10. Oktober. So findet in der Zeit von 19 bis 21 Uhr öffentliches Schwimmen statt. In Vorbereitung auf die kommende Wintersaison führte der städtische Bauhof auf dem Betriebsgelände am Dammweg 22 den alljährlichen Tag der Winterbereitschaft durch. Nach Kontrolle der Technik ist das Bauhofteam für die Zeit vom 1. November bis 31. März für die Wintersaison gewappnet.
Wie der Schönebecker Stadtseniorenrat mitteilt, muss der Punkt 12, also das Büro am Markt 12, aus organisatorischen Gründen vom 18. September bis zum 23. Oktober dieses Jahres geschlossen bleiben. Es wird um Verständnis gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Viele von Ihnen wissen natürlich, dass es am Freitag im Regionalmagazin immer wieder die Bekanntgabe der Gewinner zu unserer Medium der Woche Aktion gibt. So auch heute. Doch einen kleinen Moment müssen Sie sich noch gedulden, denn zuerst kommt die Werbung. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie, kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Pizza- und Pasta-Wochen im Steakhouse Los Gauchos. Wählen Sie Ihre Zutaten für die Pizza selbst aus.
Die Basis ist eine 28 cm Margarita Pizza mit drei verschiedenen Käsesorten. Und dazu frei wählbar Ihren Lieblingsbelag. Doch das war noch nicht alles. Zur Mittagskarte gibt es einen Belag gratis. Da läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen. Probieren Sie auch unsere Pasta-Gerichte. Egal ob Spaghetti, Rigatoni oder Tortelloni, für jeden Geschmack ist hier etwas dabei. Und das alles für nur 5,50 Euro zur Mittagskarte. Sie wollen typisch argentinisch essen? Sparen Sie mit unserem Sommerangebot 10% auf die gesamte Hauptspeisenkarte. Überzeugen Sie sich selbst. Ihr Steakhouse Los Gauchos im Stadtpark Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 70 Cent. Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 75 Cent. Jägerpfanne, 100 Gramm zu 80 Cent. Und Rotwurst im Glas, das Stück 2 Euro. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Prumby oder Güsten. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Da sind wir auch schon wieder. Ich darf alle Zuschauer einmal recht herzlich willkommen heißen zum Regionalmagazin am heutigen Freitag. Und wie bereits angekündigt, gibt es jetzt die Bekanntgabe der Gewinner unserer Medium der Woche Aktion. Es gab die Konto Sunset Chill 2018 zu gewinnen. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Ihre CD wartet hier bei uns auf Sie, um abgeholt zu werden. Natürlich gibt es auch schon wieder ein neues Medium der Woche, welches Sie dann am Montag bzw. Mittwoch in der kommenden Woche hier bei uns gewinnen können. Es gibt zwei CDs, aktuelle Charts mit der Bravo Hits 103. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Egal ob zum Mitnehmen, für unterwegs oder für die Anlage daheim. Hier ist der Soundtrack für den Herbst. Hier ist die neue Bravo Hits 103. Mit dabei sind Stars wie Omi und Felix Jehn, Imagine Dragons, Jason Derulo, David Guetta und viele mehr. Das Doppelalbum mit seinen 46 Tracks hat für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Egal ob schnelle Dance-Hits, Rap oder deutschsprachige Pop-Songs, mit der Bravo Hits 103 sind Sie mit den besten Hits ausgestattet. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben.
Ein paar Einblicke in die Bravo jetzt 103. Diese CD können Sie hier bei uns gewinnen, sehr geehrte Zuschauer. Montag bzw. Mittwoch das Regionalmagazin einschalten und vielleicht klappt es ja dann mit dem Gewinn. Wir machen weiter mit unserer letzten finalen Folge für dieses Jahr, gewohnt anders. Das heißt, Interessenten suchen eine Wohnung bei der Städtischen Wohnungsbau GmbH. So auch jüngst meine Person, denn ich bin auf der Suche nach einer etwas größeren Wohnung und wurde kompetent und mit einer ganz speziellen Überraschung beraten. Für Christian Kolbe aus Schönebeck geht es an diesem Dienstagvormittag in die Wilhelm-Helge-Straße, genauer gesagt in das Geschäftsgebäude der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Heute trifft man sich allerdings nicht, um bevorstehende Shootings oder Imagefilme zu besprechen. Christian Kolbe ist privat unterwegs. Ja, ich bin auf dem Weg zur Städtischen Wohnungsbau, genau gesagt zu Frau Rupp. Ich hatte sie vor einigen Tagen angerufen mit der Bitte, mir mal eine Wohnung rauszusuchen, die derzeit noch gebaut wird, beziehungsweise wo relativ viel Platz ist. Derzeit bewohne ich eine 80 Quadratmeter Wohnung, möchte aber zukünftig ein bisschen mehr Platz haben, sowohl für meine Freundin, eventuell zukünftige Frau, als auch die Kinder, die dann da kommen mögen. Und von daher einfach mal gucken, was denn alles so im Angebot ist, was sie rausgesucht hat. Bestens vorbereitet wartet Melanie Rupp bereits in ihrem Büro auf den Wohnungsinteressenten. Anhand der genannten Wünsche von Christian Kolbe hat sie versucht, die Erwartungen zu erfüllen. Ob eine passende Wohnung für den Schönebecker dabei ist? Genau, es geht ja um eine Wohnung ab Mitte nächsten Jahres ungefähr. Haben Sie denn schon mal was raussuchen können, beziehungsweise wo soll es denn vielleicht hingehen? Momentan wohnt der Geschäftsführer der Elbe Medienproduktion GmbH auf beschaulichen 80 Quadratmetern. Das soll sich aber in Zukunft ändern, denn auch für die Freundin, Hund Lilly und einen eventuellen Nachwuchs soll demnächst Platz in den vier Wänden sein. Was würde miettechnisch, wie sieht das mit Stromverbrauch und so weiter aus? Haben Sie da ein bisschen ein paar Zahlen mal für mich? Ja, na klar. Erst eine andere Frage. Kann ich Ihnen einen Kaffee oder einen Kakao anbieten? Kakao wäre ganz gut. Das hört sich gut an. Dankeschön. Wie gesagt, insgesamt 123 Quadratmeter und eine Grundmiete sind das von ca. 740 Euro. Ja. Zu den kalten Betriebskosten gehören dann natürlich auch die Betriebskosten für den Fahrstuhl, oder für die Hausflurbeleuchtung. Also diese Nebenkosten, die sonst auch bei der Miete mit drin sind. Okay, Fahrstuhl, das ist mir neu, kannte ich so nicht, jawohl. Dann die Warmbetriebskosten für die Wärmeversorgung, Warmwasserversorgung. Strom kommt immer extra. Gut, das ist immer, ja, richtig. Und haben Sie ungefähr bei der Größe nachher eine Gesamtmiete von ca. 1.100 Euro. Ja, okay. Ja, lag ja auch so in Ihrem Budget, was Sie mir... Genau. Das ist aber auch nicht einfach hier mit dem Lärm heute hier, oder? Nee. Wir bauen selber bei uns auch. Ah, okay. Dann müssen wir ein bisschen flexibel sein. Genau, okay. Neben der Wandverkleidung im Badezimmer und in der Küche zeigt die Maklerin dem Wohnungsinteressenten auch die Fliesen- und Bodenbelagauswahl. Und das sind die Fliesen dann im Bad? Sowohl als auch oder eine Mischung? Nein, beide oder? Eine Mischung, genau. Das ist die Fußbodenfliese, ja. Anschließend kommt die zwei Reihen hoch und dann ist das die Wand. Ah ja, okay. Das sieht ja auch recht ordentlich aus. Schön hell denn, denke ich mal, auch im Bad und so weiter. Neutral und sehr hell, sehr freundlich. Okay. Und den Farbtupfer bringen Sie dann durch eigene farbige Handtücher rein. Das kriegen wir hin, jawohl. Ja. Auch mit Wanne und Dusche, die Elemente dazu. Also doch relativ hell, ja. Genau. Da sieht man auch die Steckdosen für die Schränke oben und so weiter, für die Küchenschränke. Also auch da nicht irgendwie nochmal neue Kabel verlegen, sondern das ist alles dementsprechend schon vorgesorgt. Okay. Außenansicht ist ja dann ähnlich wie bei den Objekten, die jetzt schon sind. Ah ja, genau. Ja. Wir können ja wieder rübergehen. Okay. Genau, setzen wir uns hin. Es gibt natürlich einige Annehmlichkeiten, also die
Wohnung ist ausgestattet an dem Fenster mit Rollläden. Ja. Ja, die komplette Wohnung hat auch ein Sicherheitspaket mit Rauchwarnmeldern. Das heißt, wird entsprechend auf eine Zentrale aufgeschalten. Und wenn eine Rauchentwicklung und auslösender Rauchwarnmelder verzeichnet, entsprechend Kontakt gegeben. Ist das jetzt eine Besonderheit jetzt aus Ihrem Hause oder ist das generell jetzt so Vorschrift? Also dieses Sicherheitspaket mit Aufschaltung auf die Hausnotrufzentrale ist für unsere Neubauobjekte unser Service, den wir bieten. Rauchmelder an sich in den Wohnräumen ist natürlich Vorschrift und Standard in allen Wohnungen. Melanie Rupp wäre nicht Melanie Rupp, wenn sie nicht ein weiteres Ass im Ärmel hätte. Nach all der Theorie und den Bildern soll es nun zur künftigen Wohnung gehen. Und hätte aber jetzt noch ein besonderes Highlight, wenn Sie möchten und Interesse haben. Ich habe mit unserer Bauleitung abgeklärt, wir könnten gerne mal auf die Baustelle fahren. Ich kann Ihnen Ihre neue Traumwohnung zeigen. Aha. Und würde Sie auch mitnehmen? Jetzt gleich? Jawohl, okay. Wenn Sie Zeit haben. Ja, gerne. Das heißt, Sie nehme ich mit? Jawohl. Kann ich hier okay, gut. Ja, ja, gerne. Ja, die Zeit habe ich eingeplant. Freut mich. Ja, fahren wir. Das ist schön. Das hört sich interessant an. Dieses Angebot lässt sich Christian Kolbe nicht entgehen. Mit dem SWB-Bus geht es in die Krausestraße. So direkt original auf die Baustelle, Eingang, oder was? Jawohl, das ist nur der Baustelleneingang. Ach so. Das Penthouse im Lutherpark verfügt über eine Wohnfläche von insgesamt 123 Quadratmetern mit 4 Zimmern. Ein geräumiger Wohn- und Essbereich lädt zum Verweilen ein, genauso wie die direkt angeschlossene Dachterrasse. Mit dem Fahrstuhl geht es für den Mieter bequem nach oben. Nach ein paar Treppenstufen sind beide an der Wohnung angelangt. Die paar Stufen sind jetzt auch nicht so schlimm. Nein, ist auch nicht schlimm. Hier geht's rein? Nein, das sind noch die anderen Wohnungen. Ach so. Hier auch. Hier geht's dann in Ihre Wohnung. Okay. Da ist nochmal eine Treppe, ja. Na, dann gucken wir mal. Okay. Für Schuhschränke, Jacken, Abstellraum, Diele. Okay. Wird noch verschlossen. Okay. Und dann geht's hoch in die Wohnbereiche. Ja. Noch kann sich Christian Kolbe schwer vorstellen, wo welches Zimmer sein wird. Ein Lageplan macht das Ganze etwas einfacher. Aber ich zeig's Ihnen mal, gebe Ihnen mal einen Grundriss. Das ist gut, weil so richtig ist noch schwer vorzustellen. Drei Pfeiler hier so mittendrin, aber das wären dann nachher, wo die Wände einzeln stehen, nehme ich an. Kommen so nachher Trockenbauwände, die hingezogen, hingestellt werden, die massiven Wände. Das heißt, eigentlich ist das jetzt der Wohnbereich. Jawohl. Wohn- und Essen, wie wir das jetzt haben. Jawohl. Genau. Wohn- und Küchenbereich. Kinderzimmer ist dann da drüben irgendwo in der Ecke. Jawohl. Genau, Flur hier drüben. Und hier drüben haben wir dann Bad und Schlafzimmer. Richtig, und ein Arbeitszimmer. Ja. Ja, dann gehen wir mal raus auf die Terrasse. Auf die das sieht neue da eigentlich dann auch recht groß aus. Ja. Also recht breit auch und so weiter. Das heißt, geht der nachher ringsrum? Ich kann dann ringsrum laufen, gehen, krabbeln, stehen? Nein, oder? Es wird keine umlaufende Dachterrasse sein. Es wird dann in dem Bereich abgegrenzt sein. Ach, hier wie das. Ja, okay. Aber so, dass sie zu allen Himmelsrichtungen, zu fast allen Himmelsrichtungen. Die Sonne kommt von wo? Die kommt von, also das ist Süden. Ja? Ja. Norden. Gut. Also mit Sonnengarantie? Jawohl. Okay, schön. Also so langsam kann man sich es ein bisschen vorstellen, ja. Das heißt, der Untergrund ist dann schon mit Holz oder mit Diele oder? Der Untergrund wird mit Platten. Ja. Die Terrasse wird mit Platten gestaltet. Okay. Dass Sie da gleich Möbel dann draufstellen können. Gartenmöbel, Sonnenmöbel. Ja, jetzt stehen wir im Bad. Hier kommt dann die Dusche hin. Die Badewanne und gegenüber dann die Elemente Waschtisch und WC. Okay. Komm rein, denn hier das WC. Okay, gut. Dusche. Jo. Wichtig ist ja auch ein Fensterchen, jawohl, wo ein Licht reinkommt und so weiter. Noch ist ja keine Wand da zum Arbeitszimmer. Könnte man eigentlich so eine kleine Luke? Nein. Die Tür. Okay, gut. Ja, dann danke ich an der Stelle für die Führung. Jetzt kann man sich das doch ein bisschen besser vorstellen, beziehungsweise auch dementsprechend schon mal gucken, wie man denn plant und so weiter. Jo, Papiere lassen Sie mir zukommen. Gucken wir dann noch mal gemeinsam drüber. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber dann kann ich schon mal wegen Möbel gucken und schauen. Sehr schön. Ich denke mal, den nächsten Termin dann bei Ihnen wieder im Büro. Den vereinbaren wir uns zum Unterschreiben des Vorvertrages. Okay, gut, super.
Nach einer interessanten Baustellenbesichtigung ist Christian Kolbe seiner Traumwohnung ein großes Stück näher gekommen. Fehlt nur noch die Unterschrift. Ja. So wird es dann auch aussehen. Genau, da kann man sich mal ein bisschen besser vorstellen. Ja, für mich war ja auch wichtig die Nähe zur Arbeit in der Bahnhofstraße, dass das nicht allzu weit weg ist. Und ja, jetzt habe ich doch schon ein bisschen besseren Eindruck. Ich würde sagen, dann treffen wir uns beim nächsten Absprachetermin, wenn es soweit ist, mit den ganzen anderen Planungen und so weiter. Und Sie fahren mich jetzt zurück wieder zum Auto? Auf jeden Fall. Perfekt. Sehr gern. Ich darf an dieser Stelle ankündigen, dass gewohnt anders in die zweite Runde geht. Das Ganze dann ab Januar 2019. Dann neue Folgen, neue Interessenten hier aus Schönebeck und der Region, sehr geehrte Zuschauer. Wenn Sie eine Folge verpasst haben sollten, nicht schlimm. Sie können das Ganze auf der Internetseite bzw. auf der Facebook-Seite der Städtischen Wohnungsbau GmbH noch einmal nachschauen und natürlich bei uns auf elbekanal.de in unseren Sendungen. Jetzt geht's weiter. Das Wochenende steht vor der Tür. Es gibt wieder zahlreiche Veranstaltungen neben den Oktoberfesten. Wir möchten Ihnen einige davon vorstellen. Die neue Sonderausstellung des Salzlandmuseums Die ganze Welt, nur eine Elbe, Künstlerblick und Tierwelt ist vom 2. Oktober bis zum 13. Januar 2019 zu besichtigen. Mit der Ausstellung wird ein kleiner Einblick in die Lebenswelten rund um die Elbe gegeben. Sie ist eingebettet in der Dauerausstellung Lebensströme des Salzlandmuseums, die noch detailreicher das Leben früher und heute an diesem Strom darstellt. Besichtigungen sind möglich dienstags und freitags von 10 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 18 Uhr. Praktische Tipps zum Insekten- und Vogelschutz und über geeignete Pflanzen für Insekten erhalten alle neugierigen und interessierten Gäste bei der diesjährig letzten öffentlichen Führung in der Nabu-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße Schönebeck am Sonnabend, den 6. Oktober um 10 Uhr, zu der die Nabu-Gruppe Schönebeck recht herzlich einlädt. Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch wird um eine Spende gebeten. Das Bremer Institut für Naturheilverfahren und physikalische Anwendungen lädt am Montag, den 8. Oktober um 17.30 Uhr zu einem Gesundheitsvortrag in den Dr. Thurberg-Saal. Besucher können sich unter anderem darüber informieren, wie man einen Herzinfarkt oder Schlaganfall vorbeugt oder wie die Leistungsfähigkeit der Organe verbessert werden können. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu einer Zahnbürstentauschaktion lädt die Krankenkasse BKK VBU am 9. Oktober in die Friedrichstraße 90a ein. Im Servicebüro der Versicherungsmaklerin Dagmar Carlo können die Besucher in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ihre alte Zahnbürste mitbringen und gegen eine neue eintauschen. Mit dieser Aktion möchte die Krankenkasse auf das Thema Zahngesundheit aufmerksam machen. Die nächste sogenannte Fennertour findet am Freitag, den 12. Oktober um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Die Tour dauert ca. 2 Stunden und kostet 7 Euro pro Person. Für Gruppen ab 10 Personen ist eine Anmeldung erforderlich. Im Rahmen ihrer Europatournee ist der Chor Maxim Kowalew Don Kosaken mit einem festlichen Konzert am 12. Oktober um 19 Uhr in der St. Johanneskirche in Barbie. Karten im Vorverkauf für 20 Euro gibt es unter anderem im Fahrbüro Barbie oder an den Stadtinformationen Schönebeck zu erwerben. Tickets an der Abendkasse kosten pro Person 23 Euro. Die Schützengilde Hubertus Eggersdorf e.V. veranstaltet am Freitag, den 12. Oktober von 17 bis 22 Uhr
sowie am 13. Oktober von 9 bis 11.30 Uhr ihr drittes Oktoberschießen in der Disziplin Luftgewehr. Auf der neuen Schussanlage im Sport- und Freizeitzentrum wird mit der Waffe auf 10 Meter Entfernung stehend mit 10 Schuss um einen Preis geschossen. Probeschüsse sind erlaubt. Gegen eine Startgebühr können alle Freunde des Schießsports ab 14 Jahren teilnehmen. Mit Erlaubnis und Beaufsichtigung der Eltern kann auch ab 12 Jahren geschossen werden. Anmelden kann man sich telefonisch unter 0152 52 37 40 69. Zur literarisch-musikalischen Veranstaltung namens Heiter bis Wolkig lädt die Stadtbibliothek Schönebeck am 16. Oktober recht herzlich ein. Humor und Satire werden in Geschichten und Gedichten vom Lesequartett vorgetragen. Dahinter verbergen sich Sabine Bernhardt, Traudel Schalen, Ingrid Krebs und Hans Hildebrand, welcher für die musikalische Umrahmung sorgt. Der Eintritt ist bei freier Platzwahl kostenlos, dennoch wird um eine Voranmeldung gebeten. Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. lädt alle Interessierten zum 58. Großtausch am Samstag, den 10. November von 9 bis 15 Uhr in die Bahnhofstraße 8 im Sport- und Freizeitzentrum Eckersdorf ein. In dieser Veranstaltung werden unter anderem Hinweise zum Aufbau einer Sammlung gegeben und Helme, Münzen sowie Medaillen ausgestellt, getauscht und angeboten. Der Eintritt für Gäste ist frei. Starten Sie in Warnemünde zu einer einzigartigen Reise in die Fjordlandschaft Norwegens. Wie ein sanfter Riese streckt sich der Geirangerfjord in die märchenhafte Bergwelt, bevor er in den Eidfjord übergeht, an dessen Ende das kleine Städtchen Ulvik auf Sie wartet. Der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Ausflüge in die spektakuläre Natur. Vom atemberaubenden Adlerweg und vom Aussichtsberg Dalsniba eröffnen sich Ihnen überwältigende Panoramablicke. Erleben Sie die schönsten Fjorde Norwegens innerhalb von 8 Tagen für nur 1.800 Euro. Viele Veranstaltungen, die auf Ihren Besuch warten, und natürlich haben wir auch das passende Wetter für Sie, sehr geehrte Zuschauer. Wir haben noch einmal Sonne und warme Temperaturen bestellt. Unsere Bestellung ist angekommen. Das Wochenende wird schön. Hier also die Vorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die erste Oktoberwoche liegt hinter uns und wir begrüßen Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Sonnig und warm starten wir in das Wochenende. Angenehme 23 Grad und 10 Sonnenstunden laden zu einem Spaziergang ein. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 0%. Auch der Sonntag zeigt sich von seiner positiven Seite und verspricht viel Sonne. Zwar sinken die Temperaturen auf 14 Grad, die Sonne scheint aber bis zu 8 Stunden. Regen ist nicht in Sicht. Zum Start in die neue Woche können wir uns weiterhin auf viel Vitamin D freuen, denn auch am Montag erwartet uns Sonne satt. Bei Temperaturen zwischen 4 und 16 Grad ist es aber ein kühler Start in die neue Arbeitswoche. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Was bleibt mir da noch zu sagen, als Ihnen ein wunderschönes, sonniges Wochenende zu wünschen? Genießen Sie die freien Tage. Wir sehen uns dann hoffentlich am Montag wieder. Bis dahin, einen schönen Abend, Ihr Christian Kolber.